Herzlich willkommen auf Multilaser. Heute 12. Dezember und ich habe mir nochmal die Anleitung durchgelesen. Und das ist so ein bisschen schwierig. Es ist ja hier die Aufbauanleitung. Und hier wird ja so gezeigt, was wir machen sollen. Aber was hier nicht gezeigt wird ist oder erwähnt wird ist, dass wir die Schrauben verwenden sollen. Und das wird hier nur in Türchen 1 angezeigt mit diesem Blatt, dass man sich da wohl immer drauf stützen soll. Jetzt habe ich mir die Anleitung durchgelesen und hier steht drinne, und das ist vielleicht ganz wichtig auch für euch, weil ich denke, viele werden bis zu diesem Schritt sich wundern, wieso man nicht schrauben soll. Und zwar steht hier Inhalt 2, Stützring für Motor, Schrauben Typ A und Typ B. Verwenden von Typ B wird im entsprechenden Schritt angewiesen. Sonst Typ A verwenden. Heißt für mich, man soll wohl immer Typ A Schrauben benutzen, außer man wird angewiesen auf Typ B. So, jetzt hatten wir ja in Türchen 2 die Anleitung, was Typ A Schrauben sind und Typ B Schrauben sind. Das heißt, wir hätten jetzt die ganzen Zeit die Schrauben benutzen sollen, was nicht darauf hingewiesen worden ist irgendwie. Oder für mich das Verständnis der Hinweisung fehlte. So, jetzt waren wir ja schon in Türchen 7 ein Reifen und der wird montiert und das machen wir jetzt auch mal kurz nachträglich mit Typ A Schraube, weil Typ B wird ja extra angewiesen. So, das heißt, ich hole mir hier eine Typ A Schraube raus und packe diese hier rein, hole den Schraubenzieher und schraube jetzt Typ A Schraube fest. Okay, das geht auch sehr gut, muss ich sagen. Man hat auch ein ordentliches, beim Festziehen hat man auch ein Feedback, wann fest ist. So, dann kam der zweite Reifen in Türchen 10 und der wird auch wieder mit einer Typ A Schraube, also ohne dicken Kopf, verschraubt. Ich hatte mich nämlich schon gewundert, weil das kann ja nicht angehen, dass wir die ganze Zeit Sachen kriegen und die nicht verarbeiten sollen. So, hier auch Feedback, fest ist fest, jetzt fällt hier nichts mehr raus. So, dann hatten wir im letzten Türchen jetzt 11 den Ring und die andere Seite und das sollte man dann zusammenstecken und das hat mich auch gewundert, wie es denn hier weitergeht. Jetzt haben wir hier, sehen wir, können wir Schrauben reindrehen und zwar viermal. Das wird so nicht, also es wird so gezeigt, dass es so zusammenkommt, aber dann da wird nichts mehr gesagt. So, jetzt gibt es aber die Anleitung. Und da gucken wir mal rein. Und in der Anleitung steht, zum Beispiel jetzt für Tier 10, wo wir jetzt den Reifen montieren sollten, steht auch drin, Reifen aus 8, aus Türchen 8, auf Felge aufziehen, dann auf Antriebseinheit 1 montieren. Also auch wirklich draufschreiben. So steht es hier. Und jetzt 11, Motor 2 in Antriebseinheit aus 9 einsetzen, dann beide Antriebseinheiten miteinander verschrauben. Legen Sie dabei den Stützring aus 2 zwischen den beiden Motoren ein. Versteht ihr? So, das ist der Stützring, der soll hier reingelegt werden. So aufeinander, vorsichtig auf die Kabel. Und jetzt sollen wir hier das verschrauben. Es wird aber nicht gesagt, welche Schrauben. Deswegen nehmen wir weiterhin A-Schrauben und verschrauben das kurz. Das ist hier jetzt ein bisschen tricky, weil wir jetzt hier schräg schrauben müssen. Das heißt, hier die Schraube reinfallen lassen und dann so leicht schräg von oben schrauben. Und ich gebe euch den Tipp, hier leicht anschrauben und dann erstmal die andere Seite machen. So, dass das Ganze so ein bisschen Festigkeit kriegt. Und diese Schraube auch. Oh, oh, oh. Na. Bleibst du hier. Auch so leicht schräg hier reindrehen. Oh. So, jetzt hat er sich gegriffen. Ja, der Schraubenzieher ist suboptimal.
Aber wir bauen das alles, was da vorhanden ist, hier in dem Kalender, benutzen wir. Und die Schraube jetzt reindrehen. So. Und bevor ihr weitermacht, jetzt hier noch Schraube rein und hier noch die Schraube rein. Ja, dass man, also da müsst ihr auf jeden Fall die Anleitung aus dem Karton mit der Anleitung da in Verbindung setzen, sonst seid ihr verwirrt. Ne? Also das ist ganz klar. War mir bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht klar, bis ich mir gedacht habe, hey, irgendwie muss man doch jetzt hier langsam mal schrauben. Das hätten sie, also zumindest die Schrauben mit abbilden können. Ich zeige das gleich nochmal. Jetzt schraubt ihr hier auch noch die Schraube rein und dann da noch und dann ziehen wir das richtig fest. Genug Schrauben sind auf jeden Fall von Typ A vorhanden. Das sieht alles ganz gut aus. So, jetzt kommt hier noch die letzte rein. Und dann haben wir es gleich. Und die ziehen wir jetzt ordentlich fest, bis wir so einen kleinen Widerstand merken. Zack. Jetzt über Kreuz einfach die Schrauben langsam alle festziehen. So, und dann auch hier die anderen beiden noch. Und die letzte hier oben. Der Kalender richtet sich definitiv am Modellbauer. So, jetzt ist das in der Mitte fest, verbunden. Das schwarze Teil dürft ihr nicht vergessen, da reinzusetzen. Und ja, das Ganze sieht dann so aus. Was ich meine ist, man hätte das hier schon zeigen können, also andeuten können, dass man hier noch die Schraube mit abbildet, dass man weiß, ah, okay, ich muss hier wirklich auch jetzt die Schraube verwenden. Das wurde hier ein bisschen vernachlässigt. Ansonsten selber mitdenken ein bisschen dann. So, wir haben ja den 12. Das heißt, wir öffnen jetzt auch noch die Tür 12. Die haben wir hier. Aber es ist uns ja noch halbwegs rechtzeitig eingefallen oder aufgefallen. Beziehungsweise habe ich die Anleitung mal gelesen. Und wir haben hier ein 12 ein Gehäuse mit einem Batterieclip anscheinend. Ja. Gehäuse, Batterieclip, Stecker. Okay, macht einen guten Eindruck. Wir nehmen jetzt hier, also Türchen hier und die Anleitung gleichzeitig, beides spielt hier eine Rolle. So, wir öffnen mal. Tier 12. Und da können wir schon mal Aufkleber drauf machen. Das wird zwar auch nicht gesagt, aber man sieht es. Und in der Anleitung steht drin, also ihr müsst auch immer die Anleitung dann nehmen. Karosserie-Bauteil inklusive Elektronik. Okay, steht nichts von Aufklebern. Wir lassen die Aufkleber, ja, wobei es wird ja gezeigt auf dem Bild. Das heißt, ich werde hier die Aufkleber mal kurz drauf machen. Und zwar nee, wir lassen es erstmal, machen wir später. Das wird auch nicht gesagt. Okay, das war Kalender 12. Mit der Einsicht, dass wir die Schrauben benutzen müssen. Und wir sehen uns dann im nächsten Türchen.